Wochenende, letzte Woche war Schlamassel. Wenig Kohle, wenig Bomben, wegen über wenig Hassel. Was macht ein Hustler, wenn er maximal enttäuscht ist? Richtig, er startet freitags ein Besäufnis. Die elitären Säuferkader, Zorro, Corny, Käfer helfen mir beim Lösen meiner seelischen Probleme. Und die Lösung sieht wie folgt aus: Wir trösten uns mit Vollrausch. Nach dem reinen Löten sehen die meisten Mösen toll aus. Die Kneipe gleicht jetzt einem toll aus. Oder Tierpark, mir wird langsam komisch, weil ich schon den anderen Shit im Bier hab. Kristallines Glück, aufgelöst im Gerstensaft. Das ist meist die beste Lösung, wenn man müde ist und Schmerzen hat. Zufälligerweise finde ich einen Puffi in meinen Taschen. Und was macht man mit einem Puffi? Jugendlichen Sachen. Koki oder Puff ist nun die Frage, die im Raum steht. Kurze Beratungspause, Digga, lass mal rausgehen. Na, das war ein Puff, Alter. Ich hab auch noch 50 Euro, Digga. Ach, geil. Na dann, ballern wir einen Puff, scheiß auf Koki. Yo, also ist Koki Schnee von gestern, denn wir schneiden in den Puff rein. Die Nutte gibt mir zur Begrüßung, Kuss, so muss es sein. Du bist ja der Meinung, du hast sowas gar nicht nötig, dabei fehlt dir nur die Kohle. Junge, sei nicht töricht, du bist lieber bei dir zu Hause. Langeweile, Blödheit, wir chillen im Freudenhaus fernöstlicher Schönheit. Guck dir mich und meinen prima Homie Tiger an. Ein echter Freund ist der, mit dem man zusammen eine Alte nageln kann. Einen echten Freund erkennt man nicht an seinem Mitleid, sondern daran, dass man richtig dolle Spaß hat, der sich mitfreut. Doch man sollte sogar Freunden misstrauen bei den essentiellen Dingen: Gold und Frauen. Tiger und ich haben genug Gold für Frauenkauf, weshalb man sich auch dieser Dinge wegen gar nicht hauen braucht. Genug geredet, heute haben die Affen frei. Nach einer halben Stunde ist der ganze Spaß vorbei.